So, ja, guten Abend miteinander. Ich möchte mich zuerst noch entschuldigen, vor allem mit der vorderen Reihe, weil ich habe die Schuhe schon abgezogen, dass ich hier einmal treffe. Keine Angst, ich habe frische Socken, weil nein, die wechsle alle zwei Wochen. Und morgen ist es ja wieder so weit. So, also. Übrigens, ja, das ist mir auch noch wichtig, da, dem da, da, wo ihr jetzt den gerade gehört, dem sagt man Stimmen. Da ist also noch kein Lied, gellet, aber auch beim Stimmen, also meistens, wenn ich im Publikum sitze, dann tue ich einfach zum Künstler einen kleinen Schub geben. Tue ich schon beim Stimmen klatschen, aber wie gesagt, das ist freiwillig. Aber wir können natürlich, wenn wir weg, gell? Ja, da habe ich gespielt, weil ich es einfach kann. Nein, das hat gerne nichts mit dem Programm zu tun. Ich will euch jetzt am Anfang zuerst einmal aufzeichnen, wie es ungefähr abläuft in den nächsten paar Minuten bei mir. Ihr seht, wir haben zwei Achsen. Die erste, das wäre die Stimmung. Die zweite, das wäre natürlich logisch die Zeit. Jetzt für mich nehme ich schwarz. Ich denke, das passt am besten zu mir. Weil stimmungsmäßig kann man sagen, Molly, haben mich jetzt richtig gefreut, hier auf das Hurra-Rosa rauffahren. Nein, hier irgendwie für 4 Minuten Auftritt über 2.500 Meter raus säckeln. Nein, darum kann man sagen, bin ich bereits jetzt hier schon im positiven Bereich. Dann ist vorher, ja, das ist etwas, da wäre der Grosskind noch können erzählen, dass er mal ein Bass-Solo in dieser Qualität live dürfen geniessen. Ich meine, wenn schon harmonisch abgegangen ist, da mit dem Grundton über Quint aufgenommen, dann habe ich aber die Terz noch in die Oktave oben drauf gesetzt, habe sie irgendwann einen halben abgezogen auf Moll. Das ist für mich das absolute Highlight gewesen, das muss ich sagen. Leider, leider jetzt auch schon viel zu schnell wieder vorbei. Gut. Für euch nehme ich Grün, Farbe der Hoffnung. Stimmungsmäßig können wir sagen, ja nun. Wir haben noch ein bisschen Potenzial gegen, aber immer schon ein beachtlicher Bereich jetzt da. Dann ist vorher, ich kann es nicht genug betonen, was da vorher auch rhythmisch abgegangen ist mit diesen 6-Zettel-Triolen. Nein, die ich in 4er-Grüppli aufgeteilt habe, dann habe ich das durchgespielt, bis aufs nächste Eis wieder aufgegangen ist. Da ist leider nicht dermassen angekommen, wenn ich jetzt gedacht hätte. Und der grösste Teil sagt sich, zum Glück ist das eigentlich schon durch. Ja, nun. Aber ich finde, man sieht bereits jetzt schon ab dieser kurzen Grafik, sieht man etwas schon ganz klar. Geht noch sehr lang, bis ich fertig bin. Aber nein, ich will euch noch geschwind etwas Musikalisches erklären. Ich habe das ein bisschen rausgeforscht. Bei dieser Frage kann man sagen, bin ich eine kleine Konifere? Gell, ich will mich noch nicht selber loben, aber nein, ich habe das einmal getestet mit diesen Melodien. Und man kann es eigentlich kurz behalten. Es gibt ja Melodien in der Schweiz, wo der grösste Teil sehr schnell und konsequent sagt, oh nein, danke. So, ja, gut. Nein, ich muss da auch noch, muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wieso dass das so ist. Nein, wir spielen ja praktisch landesweit einmal im Jahr den gleichen Song. Also nein, den gleichen Song kannst du nicht sagen, aber wahrscheinlich ist er vom gleichen Komponist geschrieben. Nein, rein, wenn er es macht, wir lassen das geschwind an miteinander. Hä? Ja, das ist identisch, wisst ihr gut, kommt. Nein. Rein schon von der Melodieführung, wenn er sagt, nein, das ist klar, das ist total dasselbe. Er fängt ja unten an, dann zieht er die Melodie langsam auf, dann hebt er sie, dann lässt er sie oben absacken. Da ist er jetzt unten, oder? Jetzt geht er rauf, zieht ihn rauf, so. Jetzt hat er ihn, hebt ihn, behaltet ihn und jetzt lässt er ihn langsam wieder oben absacken.
da, ha, genau dasselbe. Jetzt ist er drinnen, züchten langsam auf. Jetzt geht er auf so, jetzt hat er ihn, er behaltet ihn, er hebt ihn und jetzt lässt er ihn langsam wieder oben ab. Ja. Natürlich. Natürlich gibt es auch Melodien aus der Schweiz selber. Ja, da bin ich jetzt überzeugt, das wird den meisten wieder gefallen. Das ist doch ein verdammtes Eichhütterzeug. Ja, heb mal den verdammten Latz zu, du. Nein, bist du gut. So, nein. Also, Fazit von diesen drei Beispielen, wir können es kurz behalten. Melodie könnt ihr gleich vergessen, gell? Das könnt ihr rauchen. Wir haben den E-Bass, das lange Pfarrig. Das müsst ihr euch als Einzige merken, dann habt ihr das mit der Musik beieinander. So, jetzt kommen wir noch zum absoluten Höhepunkt. Ich würde sagen, wahrscheinlich vom ganzen Festival hier. Nein, das kann man, glaube ich, wirklich ganz berechtigt jetzt so ein bisschen sagen, weil ich bin nämlich fertig. in dem Sinn, vielen Dank, sind wir gekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis ein anderes Mal. Tschüss zusammen.